20. Dezember 2012. Fette Hausparty bei mir. Nein, Spaß. Also, naja, was für ein Anfang. Ein Video, was ich auch in einer längeren Form habe. Und zwar in einer wirklich komischen Form. Ich habe mich 35 Minuten lang ausgesprochen über dieses Thema, was ich wirklich... In letzter Zeit ist das sehr, sehr angesprochen gewesen. Also in den Zeitungen, im Radio, im Fernsehen, also ich möchte jetzt aber nicht das ganze Video davon labern. Ich erzähle euch erstmal was zum Gameplay. Und zwar seht ihr hier M16A3 Action auf Aftermath. Das Gameplay habe ich übrigens gestern erst erspielt. Ihr wisst ja nicht, welcher Tag ich heute habe. Aber das ist, habe ich sehr spontan gespielt. Ich habe was länger kein Battlefield 3 mehr gespielt, sage ich mal so. Und die M16 mit Schalldämpfer ausprobiert. Und das, den Schalldämpfer, warum habe ich den hier? Das hat einen sehr guten Grund. Hier gibt es ja zwei Eingänge und die, also eigentlich ja drei, hinten ist ja noch einer. Und diese Eingänge sollte man beschützen, weil das sind die einzigen Wege, wo die Gegner durchkommen könnten. Und das soll man ja verhindern. Und mit Schalldämpfer, also man, wenn ich ein Gegner sein würde, fange ich das mal so an, dann würde ich da hinten so warten und mir mal so rausgucken auf der Minimap, wenn Leute schießen, dann werden sie angezeigt von mir, ist ja klar. Und mir dann ausgucken, wo ich am besten durchkomme. So, wenn ich einen Schalldämpfer habe, dann können die das nicht sehen. Dann können die nicht sehen, wenn ich schieße. Und das ist eigentlich nur der einzige Sinn, warum ich hier auch einen Schalldämpfer dabei habe. Einfach nur, weil ich denn ganze Gruppen überraschen, ganze Squads überraschen kann und einfach hinter denen auftauch und sie niedermetzeln kann. Also es ist sehr, sehr, sehr einfach, wenn man manchmal einen Schalldämpfer dabei hat. Es geht denn nicht hier wirklich um irgendwelche Langstreckenfeuer und so. Da kann man das schon mal machen. Nun ja, warum habe ich eben das Thema angesprochen? Also ich habe echt ein Video gemacht. Im Moment habe ich nur das Kommentierte, aber ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Und zwar habe ich etwas Hintergrundwissen dazu. Könnte man jetzt sagen, ich bin Maya, aber das ist etwas lustiger, die Geschichte. Und ja, ich habe fast 40 Minuten lang nur über den Weltuntergang gelabert und habe da irgendwelche Thesen aufgestellt oder so. Und das möchte ich jetzt in diesem normalen Video nochmal von mir geben, aber in wirklich kurzer Form. Also das ging von Astrologie zu irgendwelchen Erklärungen von irgendwelchen bestimmten Ereignissen und allem möglichen. Ich habe da nicht so richtig viel recherchiert, weil wenn ich recherchiere darüber, dann wird meine Meinung wieder verändert. Und ich glaube, bei dem Klammer auf, Anführungszeichen Klammer zu, Weltuntergang, naja, es muss ja in die Klammer. Scheiße. Da handelt es sich wirklich nicht um einen Fakt, sondern eigentlich nur um einen Glauben. Also wir Menschen geben ja immer den anderen die Schuld. Das kennt ihr ja vielleicht. Das, manche sagen das vielleicht zu euch und tun es dann dennoch selbst. Nur ist das Schlimme, dass wir das alle tun. Im Allgemeinen. Die ganzen Menschen, alle Menschen geben wahrscheinlich immer den anderen die Schuld. Oder ich meine jetzt Ausnahmen mal weg, nicht drauf gesehen. Wir geben dem Maya die Schuld, also die Maya haben gesagt, am 21.12. ändert deren Periode, sag ich mal, in deren Kalender, und da kehren deren Götter zurück. Und ja, es ist irgendwie lustig und lächerlich zugleich darüber zu reden, denn das ist irgendwie, das verknüpft bei uns so ein bisschen was mit Schwachsinn, wenn man über sowas redet. Und zwar, das war früher ein sehr weiterentwickeltes Volk, also sehr fortschrittlich. Das hat Sachen gebaut, die gab es damals noch nie irgendwo anders, und die gibt es heute denn natürlich. Und die Maya selbst haben gesagt, dass sie ihr Wissen von ihren Göttern haben. Und damals oder jetzt glaubt man, dass diese Götter Außerirdische sind, die zu denen gekommen sind und deren bestimmtes Wissen weitergegeben haben. Das war zum Beispiel die erste Kultur mit einer Schrift. Das war doch revolutionär, aber ja, wenn man gleich denkt, das sind Außerirdische gewesen und nicht denkt, die hatten auch einen Einstein, dann meinetwegen.
Ja, nun ja, diese Außerirdischen sollen aber dann wieder zurückkommen, also die Götter der Maya, sollen wiederkommen am 21.12. Da endet deren Kalender. Und warum? Das ist, es gibt für die komplette Geschichte, ich habe das wirklich in 40 Minuten alles ausgedrückt, es gibt für die Geschichte überhaupt, für alles zusammen überhaupt keinen Beweis, dass da irgendetwas passiert. Es gibt kein, ist kein Fakt, dass da irgendetwas passiert. Es ist einfach nur eine Vermutung und eine Panikmache der Massenmedien, dass da etwas passiert. Jeder sagt, ja, da passiert das. Manche nehmen das auf die leichte Schulter. Das sollte man auch nehmen, weil dann ist das total, Schwachsinn. Also, es gibt Leute, die laufen zur Bank, holen da ihr Geld ab und sperren sich irgendwo ein, lassen sich nochmal ein gutes Leben vor, genießen ihr Leben, trinken Alkohol, bis sie umkippen oder was weiß ich. Und sagen ja, am 21. geht eh die Welt unter. Das passt wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht mit dem Gameplay im Hintergrund, aber es muss einfach sein. Und es ist einfach, ich finde es einfach nur lächerlich. Also, die Leute glauben das wirklich. Das ist meistens die, der Einfluss der Massenmedien. Und vielleicht, stellt euch mal vor, früher hat dieser Einsteiner, der alles gewusst hat, vielleicht hat der ja einfach keinen Bock mehr gehabt, weiterzumachen. Diesen Kalender zum Beispiel, irgendein Behämmerter hämmert in seine Steintafel da seinen Kalender rein und schon sagen seinen Menschen 1000 Jahre danach, 2000 Jahre danach und die Welt geht da unter. Da hätte ich keinen Bock mehr gehabt. Ich finde es einfach nur lächerlich, das ist wirklich Panikmacherei. Leute werden sich umbringen, weil sie wirklich denken, dass das passiert. Es gibt Artikel in der Zeitung, wo wirklich drin steht, es ist kein Scherz, es ist totaler Schwachsinn. Ich hab das alles in diesem einen Video erklärt. Wenn ihr das wirklich hören möchtet, dann schreibt es in die Videokommentare rein und ich werde das dann zu Ende rendern, was hinten so reinpacken. Wenn ihr wollt, auch nur die Audiospur, aber na, es sollte eigentlich schon was im Hintergrund laufen, etwas auch interessanten. Also ich werde dann das mit Bildern auch alles besser erklären. Wenn euch das interessiert, muss ich dazu sagen. Und ja, das ist wirklich nichts für jedermann, denn manche Sachen laufen da so ein bisschen auf das hinaus. Was zum Teufel labert der Typ da? Ja, das hier will ich euch nur das Grundding sagen, und zwar einfach, dass das totaler Schwachsinn ist. Es gibt irgendwelche Andeutungen, jeden Tag eine Quote, zum Beispiel 0,00002% oder so etwas. Ich weiß nicht, wie viele Nullen. Und am 21. ist es irgendwie 0,0005%. Und wenn irgendwas passiert, das kann ich euch auch sagen, dann wird es irgendwas mit der Sonne sein. Es wird kein Asteroid oder so irgendwie sowas sein. Weil das würden die Leute jetzt schon wissen. Schon lange wissen. Man weiß ja auch, Apophis kennt ihr vielleicht. Das haben 2026 fast die Erde treffen wird. Und so knapp vorbeifliegt. Und dass jeder das sehen kann. Nun ja, es sind einfach so eine Themen, die, wo ich mir einfach so denke, was zum Teufel. Wie können Menschen sowas sich ausdenken? Wie können Menschen sowas herleiten? Diese Panikmacherei ist totaler Schwachsinn. Es wurde doch schon irgendwie 1980 oder irgendwie so ein Datum, oder der Jahrtausendwende wurde auch gesagt, ja hier, Welt geht unter. Es ist Schwachsinn. Und Leute, die da wirklich immer noch dran glauben, ich kenne Leute, die da wirklich noch dran glauben, die tun mir echt leid, weil die irgendeine Grundintelligenz von Null haben. Also, naja. Wenn ihr das Video sehen wollt, schreibt es mir in die Videokommentare rein. Und vor allem, ich habe für Weihnachten was vorbereitet. Und zwar ist es die Montage, die ich letztes Mal angekündigt habe. Die werdet ihr dann in der, ja, genau am 24. mittags hochgeladen bekommen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bad Company 2 ist nächstes Mal angesagt. Bis dann, ciao. Chance of long-term survival. It's not to remain inward looking on planet Earth. But to spread out into space.